Das sind die Themen. Erdbeben in der Türkei. Naturkatastrophen nehmen weltweit zu. Nordkorea, Russland und der Iran. Die Kriege der Endzeit. Und die globale Agenda 2030. Der falsche Frieden dieser Weltzeit. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Endzeit News. Wir starten zunächst einmal in der Türkei. Da gab es nämlich mal wieder ein Erdbeben und wir erinnern uns an das verheerende Erdbeben letztes Jahr und es wird auch für die Zukunft für Istanbul ein sehr großes Erdbeben auch vorhergesagt, was bald kommen sollte. Und da schauen wir uns mal das aktuelle Erdbeben etwas genauer an. Da heißt es in einem Artikel vom 16. Oktober, Stärke 5,9, Häuser eingestürzt, Erdbeben erschüttert Teile der Türkei. In einigen Provinzen im Osten der Türkei wankte am Mittwoch die Erde. Erinnerungen an das verheerende Erdbeben 2023 werden wach. In Teilen der Türkei wankte am Mittwoch erneut die Erde. Das Erdbeben hatte eine Stärke 5,9, so dass der Osten des Landes am Mittwoch mehrere Gebäude einstürzten. Also auch hier mal wieder, vor allem die Gebäude in der Türkei, die sind nicht so erdbebensicher, wie es in anderen Nationen der Fall ist, weswegen man, und das ist kein Geheimnis, man hier auch eingespart hat, um diese Gebäude nicht etwa zu sanieren oder baufester zu machen, sondern das Geld hat man lieber für andere Dinge ausgegeben. Aber dazu haben wir schon einige Endzeit News auch gemacht. Ja, wir hoffen natürlich, dass da keine unschuldigen Menschen ums Leben gekommen sind, aber Erdbeben werden zunehmen und nehmen zu und Istanbul wird noch ein großes Erdbeben erwarten, laut den ganzen Experten. Wir kommen damit nach Asien und dort wächst die Gefahr immens, dass jetzt ein neuer Krieg auch da eskaliert zwischen China und Taiwan. Und da schauen wir uns ebenfalls mal einen Artikel an vom 13. Oktober. Da heißt es, Taiwan nach Sichtung von chinesischen Flugzeugträger in höchster Alarmbereitschaft. Erst am Freitag hatte US-Außenminister Anthony Blinken China vor provokativen Maßnahmen gegenüber Taiwan gewarnt. Am Sonntag wurde im Süden der Insel dann ein chinesischer Flugzeugträger gesichtet. Die taiwanesische Armee sei bereit, bei Bedarf zu reagieren, hieß es. Und wenn man sich Bilder anschaut, angeblich soll das irgendwie eine Übung sein, mal wieder genau rings um Taiwan. Man wird auf diesen Bildern sehen aktuell, dass Taiwan regelrecht eingekreist ist mit chinesischen Schiffen und Flugzeugträgern, weswegen auch da ein neuer Krieg bald eskalieren könnte zwischen China und Taiwan oder auch bald Südkorea, Nordkorea. Da ist ja auch sehr viel Unruhe aktuell in Asien. Und Israel wird hier auf jeden Fall, wenn man das Militär sich anhört, gegen den Iran zurückschlagen. Aber es sollen jetzt keine Atomanlagen angegriffen werden, heißt es. Denn es wurde berichtet am 15. Oktober, laut US-Regierung, Israel will keine Atomanlagen im Iran angreifen. Die US-Regierung glaubt von Israel die Zusicherung erhalten zu haben, dass es keine iranischen Atom- oder Ölanlagen angreifen wird. Dies soll gelten, wenn Israel nach dem iranischen Raketenabschuss Anfang des Monats zurückschlagen will, sagten zwei US-Beamte am Dienstag. Wenn das wahr ist, dann wird Israel wahrscheinlich eher militärische Stützpunkte und Waffenlager und eher solche Dinge angreifen im Iran, aber dass der Staat Israel zurückschlagen wird gegen Iran, das ist auf jeden Fall hundertprozentig bestätigt. Ob Atom- oder Ölanlagen getroffen werden, wer weiß, wir werden es sehen wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder Wochen. Nun, viele rechnen ja auch damit, dass Russland mit der Ukraine nur ein Land angegriffen hat und dass viele andere Länder noch auf der Liste Russland stehen würden. Und 2030 soll es auch geschehen, dass Russland dann in der Lage sein würde, auch gegen die NATO Krieg zu führen. Nun, dazu schauen wir uns einen Artikel an, und zwar von der Moscow Times vom 14. Oktober. Da heißt es, Russland könnte in der Lage sein, die NATO bis 2030 anzugreifen und verstärkt seine Bemühungen, die westlichen Unterstützer der Ukraine durch Sabotage zu stören, warnten deutsche Geheimdienstchefs am Montag. Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte militärische Unterstützer der Ukraine. Die russischen Streitkräfte dürften personell und materiell in der Lage sein, spätestens bis zum Ende des Jahrzehnts 2030 einen Angriff auf die NATO durchzuführen, sagte der Chef des BND-Auslandsgeheimdienstes Bruno Kahl vor dem Parlament.
Ja, auch hier bahnt sich mal wieder etwas an. Wir werden sehen, ob die Lage entspannt wird oder gänzlich eskaliert und es wirklich zu einem Krieg kommt zwischen Russland und der NATO. Dann wäre natürlich auch Deutschland mittendrin statt nur dabei, wenn der Bündnisfall ausgerufen werden würde. Dazu schauen wir uns mal an, was Jesus sagte über die Endzeit, über den Anfang der Wehen der Endzeit in Matthäus 24, Abvers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen, wie aktuell in der Türkei und überall. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Das heißt, das alles, wenn wir das sehen, und das geschieht ja vor unseren Augen, das ist nicht das Ende und Jesus könnte morgen kommen. Und das glauben ja einige Christen leider. Das ist alles erst der Anfang der Wehen. Und wir können davon ausgehen, dass sich sehr, sehr, sehr viele Prophezeiungen noch erfüllen werden, und zwar vor unseren Augen. Aber wenn wir jetzt davon lesen, dass die NATO angegriffen werden würde von Russland, und zwar im Jahr 2030, ist es erstaunlich, wie viel im Jahr 2030 tatsächlich geschehen soll. Jetzt hat auch wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler Friedrich Merz eine Agenda 2030 angekündigt. So wurde bereits berichtet am 6. Mai. CDU-Parteitag. Merz kündigt Agenda 2030 an. Für die Wirtschaft kündigte Merz eine Agenda 2030 mit klaren Perspektiven für eine Volkswirtschaft, die Industriestandort bleiben soll und muss. Ja, die Agenda 2030, auch Russland scheint, wenn man den Experten Glauben schenken möchte, eine Agenda 2030 zu verfolgen, und auch in der Schweiz beim CERN-Projekt, beim größten Teilchenbeschleuniger, dem Large Hadron Collider, scheint man eine Agenda 2030 zu haben. Die BBC berichtete bereits am 25. März. CERN. Wissenschaftler suchen nach mysteriösen Geisterpartikeln. Im Gegensatz dazu soll das SHIP-Experiment ab 2030 mit der Suche nach neuen Teilchen beginnen. Forscher sagen jedoch, dass alle Ansätze erforderlich sind, um alle möglichen Optionen zu erkunden und die Teilchen zu finden, die ihrer Meinung nach zu einem der größten Durchbrüche in der Physik aller Zeiten führen würden. Wenn man diese mysteriösen Geisterpartikel gefunden hat, und das Experiment soll dann auch losgehen im Jahr 2030. Und das alles geht auch teilweise zurück auf die Agenda 2030 von den Vereinten Nationen. Und da schauen wir uns mal an, was auf der Homepage der Vereinten Nationen diesbezüglich berichtet wird über die Agenda 2030. Friedrich Merz ist ja auch bei BlackRock gewesen. Also wer weiß, im Hintergrund, diejenigen, die entscheiden, wissen wir, die werden nicht gewählt. Und diejenigen, die entscheiden, die gewählt werden, haben meistens nichts zu entscheiden. Jedenfalls wird berichtet, unsere Welt verändern. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Wir sind entschlossen, bis zum Jahr 2030 Armut und Hunger überall zu beenden, Ungleichheiten innerhalb und zwischen den Ländern zu bekämpfen, friedliche und gerechte, inklusive Gesellschaften aufzubauen. Wenn wir unsere Ziele erreichen, wird die Welt im Jahr 2030 ein besserer Ort sein. Friedliche und gerechte Ziele 2030, da soll es nämlich, das heißt in vielen Artikeln, Frieden und Sicherheit existieren für die ganze Welt im Jahr 2030. Dafür soll die Agenda 2030 sorgen. Nun, was sagt die Bibel dazu? Johannes 14 und 1. Thessalonicher 5. Jesus sagt zunächst, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, die Vereinten Nationen mit ihrer Agenda 2030. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit. Dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Den Frieden, den sie uns geben, die Vereinten Nationen, Politiker, Parteien oder sonst wer, das ist ein Frieden, selbst wenn er kommt, der nur kurzfristig ist. Langfristigen, ewigen Frieden, den haben wir außerhalb dieser Welt, dieser Weltzeit, den haben wir allein im König und Herrn Jesus Christus. Zum Schluss, wir sind gespannt, wie die ganze Agenda 2030 dann noch weitergeht. 2030 dürfte so oder so ein sehr interessantes Jahr werden, aus vielerlei Gründen, auch was den dritten Tempel betrifft. Aber wer mehr wissen möchte über die Endzeit, über Prophezeiungen, über Jesus, und wenn ihr euch vernetzen möchtet, chatten möchtet, austauschen möchtet, schaut gerne vorbei auf meiner Homepage endzeitreportermcm.com.
In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt auch gerne den Kanal und meine Arbeit. Ich danke jedem Einzelnen, der dies auch tut. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis und erkennen Sie die Zeichen der Zeit, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, der König der Könige, der Richter der Welt, der wahre Friedefürst und Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.